Hallo, wie ihr hört, ist dieses Video wieder auf Deutsch, weil keine Sorge, es kommen auch noch deutsche Videos, darüber quatschen wir aber jetzt in diesem Video, denn das ist ein Schminktalk-Video. Ich mache mich nämlich jetzt fertig, weil ich gleich nach Stuttgart fahre zur Kinopremiere von Fuck You Goethe mit Elias Mbarek und Elias wird auch dort sein und ich freue mich und ja, da mache ich mich jetzt gleich hin und deswegen habe ich mich fertig gemacht und das seht ihr jetzt sozusagen im Anschluss. Ja, ich sage jetzt auch gleich nochmal, dass ich alle Produkte unten in den Infos aufgelistet habe. Ich sage es aber auch jetzt nochmal, damit ihr es auch schon wisst. Und ich hoffe, dass dieses Video so alles ein bisschen klärt und ich hoffe, dass es euch gefällt, dass es auch wieder auf Deutsch ist. Und dann wünsche ich euch jetzt einfach ganz viel Spaß dabei. So, ich fange an mit Foundation. Wie immer findet ihr einfach alle verwendeten Produkte unten in den Infos. Da muss ich es nicht jedes Mal dazu sagen. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ja, also fangen wir erstmal, würde ich sagen, mit den englischen Videos an. Ja, natürlich erstmal vielen Dank für das überwiegend positive Feedback. Also den meisten scheint die Idee ja zu gefallen. Ich weiß, es gibt ein paar, die sagen, sie finden es nicht so cool. Aber ja, das ist einfach so, aus meiner Erfahrung heraus weiß ich, das gibt es immer. Und man kann es nie allen recht machen. Und ich habe mir natürlich alle Vorschläge und alle Anregungen zu Herzen genommen und habe mir jetzt einfach mal überlegt, die englischen Videos jeden zweiten Samstag zu machen mit Untertiteln. Also es gibt ja diese Untertitel von YouTube selber, die sind aber total schlecht. Aber dass ich einfach grob zusammenfasse, was ich sage und das dann jeweils immer unten einblende, das ist zwar für mich um einiges mehr Arbeit, aber es ist nur fair denen gegenüber, die vielleicht jetzt echt noch jünger sind und noch nicht so gut Englisch können. Und ja, die können das dann einfach mit der Zeit lernen. Ich finde, das ist wichtig eigentlich, dass man Englisch lernt und auch die Bereitschaft ein bisschen vielleicht zeigt, dass man das lernen möchte. Und ja, ich denke, das ist vielleicht so eine ganz gute Möglichkeit. Dadurch, dass ich auch Deutsch bin und natürlich jetzt nicht so schnell rede und so kompliziert, sage ich mal, wie jetzt die Native Speakers, denke ich auch, dass es für euch um einiges einfacher sein wird und dadurch doch eigentlich auch ganz interessant werden würde. Und also ich freue mich darauf, ich habe darauf richtig Lust. Ihr müsst natürlich bedenken, ne? Das war jetzt das erste englische Video, das ich hochgeladen habe. Wenn ihr mal mein erstes deutsches Video anschaut, da war ich auch nicht super sympathisch, meiner Meinung nach. Also ich finde, da habe ich auch sehr schüchtern und sehr, sehr angespannt gewirkt. Und ja, also ich denke, das ist jetzt einfach genau das Gleiche mit dem Englischen. Ich muss da erst reinkommen und ja, dann wird das genauso freudig und fröhlich und so spontan wie die deutschen Videos. Vielleicht auch als kurze Zusammenfassung zum letzten Video für all diejenigen, die nicht mitgekriegt haben, was überhaupt abgeht, beziehungsweise die vielleicht gar nicht verstanden haben, was ich im Video gesagt habe, weil ich es ja, wie gesagt, auf Englisch gemacht habe. Eine kurze Erklärung vielleicht. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, also mein Vater, der kommt aus England und meine Mutter, die kommt aus Deutschland und deswegen bin ich eben einfach mit beiden Sprachen aufgewachsen. Also ich spreche mit meinem Dad auch wirklich nur in Englisch, schon immer, genauso auch mit meiner Oma und meinem englischen Opa. Und ja, also deswegen ist das für mich relativ normal. Natürlich ist meine besser gesprochene Sprache Deutsch, weil ganz klar, ich wohne in Deutschland, ich war auf einer deutschen Schule, meine Freunde sind Deutsch. Also ja, natürlich ist das jetzt meine bessere Sprache, aber ich denke, das Englisch, das klappt soweit eigentlich auch ganz gut. Ja, und ich hatte mir jetzt eben einfach überlegt, ich habe viele Kommentare gekriegt von Leuten, die halt sagen, sie verstehen nichts und schauen aber trotzdem gerne meine Videos. Das finde ich erstmal total toll, weil ich würde, glaube ich, keine Videos schauen, die ich gar nicht verstehen kann. Und ich dachte mir, es ist nur fair, wenn ich hin und wieder auch was für die mache. Und ja, wie gesagt, mein Englisch ist nicht sehr schwer. Und es kommt ja halt auch nicht so oft, ne? Also die anderen, die deutschen Videos, das gab auch super viele Diskussionen, das habe ich im Video gesagt. Die deutschen Videos, die werden trotzdem noch kommen. Also der Make-up-Mittwoch, der wird jetzt erstmal sowieso auf Deutsch bleiben. Und ja, die zweiten Samstag-Videos sozusagen auch. Und das andere Samstag-Video kommt dann einfach
auf Englisch. Und wenn es wirklich Sachen gibt, die ihr überhaupt nicht verstanden habt, dann könnt ihr mich doch jederzeit in den Kommentaren fragen. Also ich lese die Kommentare komplett und wenn es Sachen gibt, die ich jetzt nicht schon tausendmal beantwortet habe und die nicht aus dem Video oder so total ersichtlich sind, dann beantworte ich euch das doch auch. Und wenn ihr dann irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mir die auch jederzeit stellen. Also ich finde das echt überhaupt nicht schlimm und man muss im Englischen, genau wie auch bei englischen Filmen, man muss nicht jedes Wort verstehen. Man kann sich so viel aus dem Kontext erschließen, das ist überhaupt nicht schlimm. Also, wenn ich englische YouTube-Videos schaue, von Amerikanern oder von Engländern, völlig egal, ich verstehe auch nicht jedes Wort. Also, ich sitze auch manchmal da und denke, okay, habe ich jetzt nicht verstanden, aber hey, egal, ich sehe ja, was ihr da in die Kamera hält und habe es so einigermaßen verstanden und das passt dann schon. Ich nehme jetzt hier übrigens das MAC Prep and Prime. Für meinen Concealer, das habe ich ja in meinen Favoriten gezeigt in dem englischen Video. Für alle, die das nicht verstanden haben. Dadurch, dass das nur so eine kleine Probe ist, ist das nicht so viel. Und deswegen benutze ich das ganz gerne einfach nur für den Concealer. Dafür finde ich, funktioniert das sehr gut. Das lässt die Haut sehr, sehr glatt und weich und faltenlos wirken. Und kann sein, dass das auch nur eine optische Täuschung ist. Aber mir gefällt es. Ich mag das sehr gerne. Also, um nochmal auf die englischen Videos zurückzukommen, ne? Ich hoffe, ihr habt Lust, das mit mir zu machen. Mir wurde vorgeschlagen, einen zweiten Kanal dafür aufzumachen. Ich muss euch aber sagen, dafür habe ich einfach keine Zeit. Weil natürlich möchte ich euch auf diesem Kanal hier das Bestmögliche bieten, weil ihr wart zuerst da. Und eine Wimper. Und deswegen möchte ich natürlich euch hier nicht vernachlässigen und würde euch trotzdem zwei Videos die Woche natürlich bieten wollen. Und aber auf dem englischen Kanal müsste ich halt auch dann viel machen. Und das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Also, weil ihr wisst ja, ich studiere und ich fahre am Tag 3 Stunden vielleicht Zug oder so. Und dann ist mir das einfach zeitlich nicht möglich. Ich hoffe auch, dass ihr jetzt nicht sagt, irgendwie ihr findet das, also diejenigen, die die Idee halt doof fanden, dass ihr das jetzt komplett blöd findet, weil ich jetzt auf eure Meinung nicht eingehe sozusagen. Man kann nicht alle Meinungen berücksichtigen und ich glaube, der Großteil findet die Idee gut und wenn ich mich mal zurückerinnere, muss ich ja auch sagen, als ich angekündigt habe, dass ich den Make-up-Mittwoch machen will, da weiß ich noch ganz genau, da haben auch alle geschrien, und nein, nicht alle natürlich, Entschuldigung, nicht alle, da haben viele geschrien, oh nee, mach das nicht, dann machst du ja nur noch Make-up-Videos und das interessiert mich eigentlich gar nicht, ich gucke viel lieber deine Laber-Videos sozusagen. Und so weiter und so fort. Und jetzt stellt euch mal vor, ich würde ankommen und würde sagen, okay Leute, den Make-up-Mittwoch gibt's nicht mehr. Ihr würdet mich ja killen, denke ich. Und ich mich selber auch, weil ich mich da jetzt total dran gewöhnt habe und mir das total gut gefällt. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche jetzt auch mit den englischen Videos. Lasst es einfach mal zu, lasst es auf euch zukommen. Seid mal ein bisschen offen für was Neues und wie gesagt, ne? Ich mache ja Untertitel rein, also dürfte jeder eigentlich alles verstehen. Es steht auch immer super viel in den Infos. Also wenn ich über irgendwelche Produkte rede, dann liste ich die immer alle in den Infos auf und poste manchmal sogar noch Links dazu, wenn ich Links habe. Also das lohnt sich auch auf jeden Fall da reinzugucken, wenn ihr Angst habt, dass ihr nichts versteht. Und ja, dann sollte das doch eigentlich kein Problem sein und ich freue mich darauf. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch Lust habt, wenn ihr irgendwelche Videothemen habt, die ihr jetzt vielleicht ganz speziell in Englisch wollt, beziehungsweise ganz speziell nicht in Englisch haben wollt, dann lasst mich das auch wissen. Also, wie gesagt, ne, ich gehe sehr gerne auf eure Wünsche und Vorschläge ein und möchte das ja auch berücksichtigen, was ihr wollt. So, also so viel jetzt erstmal zum Thema englische Videos. Wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mir die natürlich gerne da lassen. Ihr könnt mich auch auf Twitter super erreichen, falls ihr irgendwie mal merkt, die Kommentare, die quillen über und es geht was ganz Wichtiges total unter. Da versuche ich, so gut es geht, auf die Sachen zu antworten, wenn ich sie auch nicht schon ein Bazillion Mal beantwortet habe. So, ich habe mir überlegt, ich schminke mein heutiges Augen-Make-up mit meiner Pastell-Lidschattenpalette, die ich aus der Türkei habe. Das sind so schimmrige Herbstfarben. Und die habe ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne benutzt. Also ich fange immer an mit diesem Ton in der Mitte. Das ist so ein Champagnerton, der so ein bisschen glitzert oder schimmert, besser gesagt. Und ja, ich finde diese Farben sehr, sehr schön. Ich muss ein bisschen drauf gucken, mit was ich schminke, damit ich zum Beispiel jetzt nicht zu viele wasserfeste Sachen nehme, weil ich, ja, wie gesagt, nach Stuttgart fahre und da bei einer Freundin schlafe und dann mag ich nicht 1000 Sachen zum Abschminken mitnehmen und für wasserfest und bla und bla und das ist immer alles so kompliziert und
Ja, First World Problems, muss man schon sagen, aber naja. So, und jetzt traue ich mich dann in letzter Zeit manchmal an diese Farbe hier ran. Das ist so ein Rostrot mit einem Einschlag von Aubergine vielleicht. Und das gebe ich mit einem Pencil Brush in den äußeren Augenwinkel. Und das werdet ihr gleich sehen und ich mag das total gerne. Ja, also ich konnte das jetzt ganz lange nicht benutzen, weil ich ständig krank war. Ich weiß nicht, ob das bei euch irgendwie auch rumgeht, aber ich hatte die ganze Zeit Erkältung. Also echt, meine Stimme ist jetzt auch noch so ein bisschen kratzig. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt oder ob das normal klingt, aber ich finde, sie ist noch ziemlich kratzig. Ich habe morgens totalen Husten, ich habe auch noch ein bisschen Schnupfen. Aber da ja mein Gesicht jetzt gemake-upt ist, dürfte es kein Problem sein, eigentlich ein bisschen leicht rötlichen Lidschatten zu tragen. Der ist außerdem sehr arg ins Braune gehende, also der ist nicht so krass. Und deswegen ist das jetzt nicht so ein arges Problem. Ich mache das sehr gerne so, dass ich mit dem Pencil Brush da hinten so ein V mache, das dann schon mal so leicht verblende und das dann einfach so in der gewünschten Deckkraft auftrage und das dann anschließend verblende. Ich verblende das dann immer erstmal mit so ein bisschen einem fetteren Blenderpinsel und diesem graubraun, könnte man es nennen, einfach um noch dieses Dunkle dem Ganzen nicht zu nehmen. Und dann anschließend gehe ich nochmal mit einem noch fluffigeren Pinsel drüber und verblende das Ganze dann mit einer helleren Farbe. So nämlich. Ich mag das irgendwie ganz gerne, dieses etwas dunklere, wenn man das da drüber gibt, dann nimmt das nochmal ein bisschen so dieses Rote raus, falls euch das jetzt zum Beispiel zu heftig wäre. Falls ihr irgendwie in der Drogerie einen guten Ton kennt, der so ins rötlich-braun gehende ist, und irgendwie vielleicht ein bisschen ähnlich ist, dann könnt ihr mir das gerne als Kommentar da lassen. Ich habe nämlich jetzt einen von Kiko, aber der ist extrem rot. Und irgendwie so dieses Bräunliche, das habe ich noch nicht so ganz gefunden. So, und dann nehme ich diesen fluffigen und gehe hier in den hellsten Ton rein und verblende das dann bis hoch unter meine Augenbraue. Und dann war es das auch schon mit dem Lidschatten. Und dann kann ich mir einen Eyeliner-Strich ziehen. Und dann bin ich auch schon bald fertig. Ich muss nämlich in einer Stunde gehen. Das klingt jetzt noch viel. Aber ich bin ja gerade noch mitten dabei zu filmen, da muss ich hier meinen Saustall noch aufräumen, muss mal Zeug packen für morgen, für die Uni, muss mir noch was zum Umziehen mitnehmen, muss noch mein Waschbeutel und mein Abschminkzeug und das ganze Zeugs einpacken. Und theoretisch müsste ich eigentlich noch zur Bank. Also ihr seht, ich habe noch ein bisschen viel vor, dafür, dass es nur noch eine Stunde ist. Jeder Kerl würde das jetzt total schnell schaffen. Jedes Mädel weiß, wovon ich rede. So, erstmal nochmal die Augenbrauen in Form bringen. Ich war die übrigens professionell zupfen lassen, also bei einem Friseur, falls euch das aufgefallen ist. Sie sind nämlich jetzt sehr gleich. Ich bin sehr, sehr begeistert. Ich bin mit der Vanya gegangen, weil die hat die perfekten Augenbrauen, also kind of rosy, falls euch ihre Augenbrauen schon mal aufgefallen sind. Ermagerd. Also ich liebe die über alles und ich habe sie gefragt, wo hast du das denn machen lassen? Und dann sind wir da zusammen hingegangen. Und meine sind halt viel dünner, ne? Also ich habe halt einfach leider nicht so geile Vanya-Augenbrauen. Aber ich finde, ja, der hat das echt gut gemacht. Also natürlich können meine gar nicht so fett sein, weil ich nicht so dicke habe von Natur aus. Aber ich sollte mir mal einen näheren Spiegel holen, ansonsten wird das eine Katastrophe. Aber dafür hat er es, finde ich, echt schön gemacht. Und ich hätte ja niemals gedacht, dass es möglich ist, meine Augenbrauen gleich aussehen zu lassen. Hätte ich echt never ever gedacht. Also da war ich dann echt positiv überrascht und habe jetzt ein bisschen Angst, selber was dran zu machen, weil ich Angst habe, dass ich es verschande. Aber ich kann ja auch nicht irgendwie alle paar Tage zum Friseur rennen. Also ich zupfe zwar immer dieses Stoppeln weg, aber so dieses Schneiden, da traue ich mich irgendwie nicht so ganz dran. Immer diese Angst, hey, durch den Eyeliner alles kaputt zu machen. Das ist echt das Allerschlimmste. Dann habe ich mich ja auch sowas von aufgeregt die ganze Zeit. Also alle, die mir auf Twitter folgen, die haben das ein bisschen mitgekriegt über die Deutsche Telekom. Also eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, ich sage nichts in einem Video, bis die sich bei mir gemeldet haben. Aber irgendwo reicht es langsam mal. Der Kundenservice ist einfach so eine Katastrophe. Und ich finde das so unglaublich, weil mein Vertrag sollte verlängert werden. Und ich habe halt gekündigt und dann haben die mich angerufen und so, ob wir da nicht irgendwas machen können. Da habe ich halt gemeint, okay, ich habe aber halt hier bestimmte Ansprüche an einen Tarif und was es denn da gibt, wie sie mir denn da entgegenkommen können. Dann haben wir halt einen Tarif ausgemacht und klang auch alles total gut. Und dann hat er mir was,
was zugesichert, was angeblich umsonst ist, so ein Paket. Und dann wurde mir das in der Rechnung einfach berechnet. Und dann habe ich halt natürlich gesagt, okay, geht gar nicht, ich will das nicht bezahlen. Das wurde gesagt, das wäre umsonst und ich brauche das eigentlich auch gar nicht unbedingt. Und bin nicht bereit, 50 Euro für etwas zu zahlen, was ich nicht brauche. Und hatte dem Typen am Telefon auch extra gesagt, ich möchte nicht, dass sie das einfach von meinem Bankkonto einziehen, sondern ich möchte das. Moment. So. Sondern ich möchte das überweisen. Und hat er noch gemeint, oh, überhaupt kein Problem und so. Und dann haben die nicht auf meine Mail reagiert. Und ein paar Tage später sehe ich auf meinem Bankkonto, da fehlen halt einfach mal nochmal 50 Euro mehr, als eigentlich für ausgemacht war. Und sowas geht für mich halt einfach mal überhaupt nicht klar. Arme Studenten abzocken, also sorry, aber was soll denn das? Ganz ehrlich, ich bin bestimmt nicht die Einzige, mit der die sowas treiben. Und man kann nicht Leuten sagen, irgendwas ist umsonst und dann kann man es einfach berechnen. Und dann rufe ich da sogar noch Anja und die sagt, na ja, der Kollege hat leider nichts hinterlassen. Das wäre anscheinend, hätte er gesagt, das wäre berechnet. Ja, Leute, dann hört euch mal bitte das Gespräch an. Ihr habt das doch schon aufgezeichnet. Dann werdet ihr hören, dass er gesagt hat, das Paket ist umsonst. Also echt, irgendwo hört's auf. Ich lasse mich doch nicht über den Tisch ziehen hier. Ja, und jetzt habe ich das heute bei der Bank zurückholen lassen und habe den Betrag überwiesen, der ausgemacht war, inklusive Versand, Handy oder dieses komische Paket. Ja. Naja, egal. Jetzt nehme ich noch ein Blush. Es bringt nichts, sich immer über die blöden Leute aufzuregen. Wie sehe ich denn aus? Fakt ist auf jeden Fall, ich freue mich jetzt auf den Kinofilm. Beziehungsweise, ich freue mich eigentlich mehr auf den Schauspieler als auf den Kinofilm. Wer hätte es gedacht? Aber vielleicht ist der Film ja auch ganz gut. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Eigentlich bin ich ja nicht so Fangirl-mäßig unterwegs, aber bei dem, da muss man vielleicht doch mal eine Ausnahme machen. So, eigentlich bin ich jetzt schon fast fertig. Ich würde jetzt noch mein L'Oreal Shine Caress in der Farbe Marilyn 103 ist das auftragen. Einfach so ein bisschen, damit meine Lippen nicht so tot aussehen. So, und dann bin ich fertig. Jetzt muss ich nur noch meine Haare machen und da muss ich eigentlich auch schon gleich gehen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und wir so über mal die wichtigsten Dinge quatschen konnten. Ihr könnt mir zu den einzelnen Punkten gerne euer Feedback dalassen, auch nochmal zu dem englischen Videothema und so weiter, was ihr jetzt so von meiner Lösung haltet. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen, dass dieses Video wieder in Deutsch war und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder auf Deutsch. Bis dann! Ciao! Of a white cream color and it's got these fluffy bits hanging off it, and if you wear it you look like the polar bear.